Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge XCOM Longbow of the Chosen. Bevor es heute losgeht, möchte ich mal ganz schnell noch was loswerden. Und zwar, ich suche genau dich. Ja, dich und dich und dich und dich. Und zwar, wenn du Lust hast, bei uns mitzumachen, beziehungsweise bei unserem Community-Trupp Alpha, dann melde dich gerne. Kannst dich gerne im Discord anmelden oder schreib einen kleinen Kommentar unten drunter. Oder. Ich würde mich auch sehr über eure Unterstützung freuen. Abonniert meinen Channel und aktiviert die Glocke, so verpasst ihr auch, wenn euch die Folgen von XCOM Longbow of the Chosen gefallen. Keine neue Folge mehr, es würde mich riesig freuen. Wie gesagt, ein Community-Trupp Alpha, der sich wie gesagt exklusiv aus unserer Community zusammenstellt, gibt es immer noch Plätze. Zurzeit sind 5 belegt. Es könnten aber noch mehr werden, wenn ihr mögt. Ich würde mich richtig freuen, wenn wir dann vielleicht in der mittleren Kampagne oder im Endgame, dass wir wenigstens dann Richtung die Aliens laufen können und wirklich aus dem Vollen schöpfen können mit der kompletten Community. Es würde mich riesig freuen. Okay, meine Lieben, rein in die Folge. Was machen wir heute? Wir werden zuerst befördern. Und jetzt haben wir ja die Hauptquartiersmission schon angenommen, beziehungsweise die Hauptquartiersmission läuft die Infiltration. Das heißt, in der Zwischenzeit, bevor der Scan abgelaufen ist, werden wir eine neue Region kontaktieren. Das haben wir von der ersten Region zur zweiten nicht gemacht. Die 4 Tage sind im Prinzip verschenkte Zeit. Die möchte ich jetzt sparen, beziehungsweise möchte ich jetzt mit uns gemeinsam die Zeit aufholen. Das heißt, wir werden jetzt zwischendurch, wenn der Scan bzw. die Infiltration läuft, werden wir schon eine neue Region kontaktieren. Das wird, glaube ich, jetzt im Nordosten sein. Wir sollten ja Richtung dieses Geheimlabor von Edmund aufbrechen. Dort drinnen werden wir bestimmt noch irgendwas finden. Was? Keine Ahnung. Warten wir es mal ab. Aber davor, wie gesagt, es gibt noch einige Dinge zu besprechen. Zuerst die Beförderung und dann, meine Lieben, zwischendurch sollten wir bestimmt auch die fortschrittlichen Magnetwaffen bekommen können. Ich bin mal gespannt. Okay, gehen wir erstmal die Beförderung durch. Und zwar als allererstes unser Grenadier. Ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht, das ist ja ein Unterstützungsgrenadier, der durch den dichten Rauch nochmal 10 Verteidigung zusätzlich bringt. Aber ganz ehrlich, 10 Verteidigung... Ich würde dann eher sagen, der Staff Sergeant ist definitiv ein Baum, der sich für die Offensive wirklich auszahlt. Die Tandem-Sprengköpfe bieten Granaten und Raketen bei ihrem, ich sag mal, ihren vollen Schaden im gesamten Wirkungsbereich. Das heißt, egal wo man das Ding hinschmeißt oder wenn man die Rakete hinfeuert, egal wo, das macht auf jeden Fall im kompletten Bereich den absolut vollen Schaden. Das muss man taktisch sehr klug einsetzen, aber dann kann man ganz viele Gegner mit dem richtig vollen Schaden einer Granate oder Rakete treffen. Ich wäre zum Beispiel für die Heat-Sprengköpfe, weil diese Granaten durchbrechen bis zu 2 Rüstungspunkte und zerfetzen einen zusätzlichen Rüstungspunkt. Ihr wisst ja ganz genau, dass Granaten einen Rüstungspunkt zerfetzen und mit diesen Heat-Sprengköpfen können wir nochmal 2 Rüstungspunkte durchdringen, das heißt 2 zusätzliche Schaden machen und nochmal einen Rüstungspunkt zusätzlich zerfetzen. Das heißt, bei 2 Rüstungen, wenn ein Gegner da 2 Rüstungen hätte, hätte er dann durch die Heatsprengköpfe gar keine Rüstung mehr. Okay, die würde ich gerne mitnehmen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht beim Grenadier. Als nächstes der Juggernaut, ebenso schwere Einheit mit dem Raketenwerfer bewaffnet. Habe ich gedacht, zwischen zerfetzen, deine Kanone zerfetzt jetzt Rüstungen, und Salve. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich würde alle beide nehmen. Aber jetzt, dadurch, dass sie den Raketenwerfer hat, würde ich dann sagen, wir bleiben auf jeden Fall auf Salve. Das heißt, das Abfeuern oder Werfen von Granaten, Einsatz schwerer Waffen oder des Handschuh-Raketenwerfers als erste Aktion beendet nicht mehr die Runde. Das heißt, Rakete feuern, Waffe abfeuern, Fragen stellen. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann hätten wir hier noch den Dragoon, auch wie gesagt eine sehr starke Einheit. Barrage ist im Prinzip das, was der Schütze bzw. der Dragoon auch kann. Kann innerhalb von einer Linie alles zerstören, was in dieser Linie sich aufhält, über einen sehr langen Weg. Kann Deckung zerstören, kann, ich sag mal, Strukturen zerstören, kann LKWs oder Tanks zum Explodieren bringen, kann Gegner treffen, also das ist richtig heftig. Wir können hier mit der Schildbatterie nochmal 2 zusätzliche Schildaufladungen von unserer Drohne bekommen. Oder hier die Ausfallsicherung, du verhinderst das Eintreten negativer Effekte bei einem gescheiterten Heckversuch. Alle 3 sind sehr stark. Ich muss euch aber sagen, eher defensiv als Reinforcer kommt hier wirklich eigentlich nur die Schildbatterie zum Tragen. Weil die Schildbatterie können wir, egal wann, wir können sie auch am Anfang der Mission komplett einsetzen und können alle Soldaten außenrum mit den Schilden so lange schilden, wie wir Aufladung haben. Und das finde ich richtig gut.
So, das war's mit den Beförderungen, mein Lieben. Ja, ihr seht, ist mal wieder frei. Alles gut. So, zum Rekrutieren gibt es niemand. Ich würde sagen, wir gehen raus und fliegen zur nächsten Region. So, dann schauen wir mal. 38% ist schon die Hauptquartiersmission vorangeschritten. Ich denke mal, in der Zwischenzeit werden wir auf jeden Fall noch ein paar Magnetwaffen. Die werden wir freischalten, die fortschrittlichen. Hier unten den Versteckmitarbeiter können wir nicht mehr für den Job einteilen. 18 ist das Cap. Es ist, ist erreicht. Und ich sag mal, Westasien, da gibt es 6 neue Versteckmember, beziehungsweise 6 neue Agenten, die dieses Versteck, oder 6 neue Versteckagenten, ne? Die in dem Versteck da leben. Ist richtig gut. Und wenn wir das dann haben, dann würde ich sagen, gehen wir hier runter Richtung Ostasien und dann sind wir schon in Westamerika. Also es sind eigentlich noch 3 Regionen, die wir kontaktieren müssen. Hier runter, also Westasien, Ostasien und hier Westamerika. Und dann sind wir schon genau bei der Mission Operation Felsiger Reifen, die wir angehen sollten. Ne? Okay, Kontakt herstellen. 3 bis 4 Tage, ihr seht 80 Info, kostet richtig viel. Setze Kurs auf Sektor 15. Ja. Westasien. Ja. Und dann, wie gesagt, sind 3 Tage zum Scannen, ne? Gegen die Ältesten sind wir immer siegreich. Widerstandspersonal rekrutiert, meine Lieben. Jetzt weiß ich bloß nicht, für welche Region. Müssen wir dann nochmal eruieren. Was machen wir als nächstes? Ich würde ja gerne noch ein paar Infos. Informationsbeschaffung gibt 29 Infos. Beute sicherstellen, auch schön. Alienbeute. Ne, wir gehen auf Vorräte. Schaut mal, 91 Vorräte gibt es hier zum Abgreifen. Und schaut mal, unsere beiden Besten sind da und die gehen auf die Reise. Die gehen auf jeden Fall vorwärts. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können Ihre Leute auch mithalten. Ach, können sie, kein Problem. Wenn wir jetzt einen Ingenieur hier noch im Widerstandsring einsetzen, verkürzt sich ja eigentlich die Aktionszeit nochmal um 25%. Das heißt, die Vorratsbeschaffung geht mindestens einen Tag weniger. Oh. Müssen wir eigentlich gleich noch einen Ingenieur kontaktieren, beziehungsweise einen Ingenieur rekrutieren. Und den packen wir dann wirklich exklusiv da oben ein. Das wäre... Oh. So, Ausbildung abgeschlossen. Dauert kurz. Und das ist der MacHeavy. Der ist auf jeden Fall ausgerüstet mit einem Granatwerfer und hat noch zusätzlich das Bodyschild dran. Okay. Ach, schaut mal, ne? Hier haben sie die 2. Ah, okay, hier haben sie die 2 Widerstandsmember reingepackt. Sehr schade. Aber auch nicht schlimm. Sehr schön. Ja. Wir haben den auserwählten Hexer hier entdeckt. Neue regionale Kontakte gefunden. Und das ist ja das Ostasien und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, ihr kennt euch aus. Das sind jetzt noch 2 Regionen, die wir kontaktieren müssen. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bringt, wenn wir jetzt zum Beispiel noch zusätzlich die Neu-Arktis kontaktieren, meine Lieben. Ich würde es einmalig probieren, aber ich würde es erstmal mit den zwei nächsten Regionen, das würde ich zusammen probieren. Und zwar würde ich Ostasien in Verbindung mit Westamerika. Die 2 Regionen, die würde ich zusammen aktivieren bzw. nacheinander scannen, sodass wir beide Regionen auf einmal, dass wir da Zugang haben. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da dazu, ja, wie empfindet ihr das? Würdet ihr eher ganz, ganz viele Regionen aufdecken? Oder so hat man es ja damals XCOM 2 und da, das XCOM 2 Longbow hat man ja so gespielt. Da habe ich dann meistens so gespielt, dass ich 3 oder 4 Regionen miteinander aufgedeckt habe, auch nicht mehr. Aber in XCOM 2 Longbow of the Chosen ist es so, dass je mehr wir Regionen aufdecken, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auserwählter uns in jeder Mission, es ist völlig egal, der Counter wird nach jeder Mission auf 0 gesetzt, die kommen uns dann besuchen. Und schaut mal, diese Region hat schon die Advent-Stärke 7. Die sind schon richtig gut hier, also da macht man sich keine Gedanken mehr, die könnten hier bis zur Advent-Stärke 10 kommen. Und ich sag mal hier, der Tech-Level wäre ja dann eigentlich bei 10 und die maximale Stärke wäre dann hier bei 8. Das heißt, die könnten auf jeden Fall nochmal einmal Verstärkung bringen, weil die wollen hier auf jeden Fall zu Stufe 8 kommen. Schaut mal, in der Region sind sie bei Stufe 4 und wir haben Advent hier so viel Aufmerksamkeit erregt,
dass die hier bis zu Stufe 18 möchten die kommen. Die möchten hier bis zu Tech-Level oder bis zur Stufe 18, bis zur Adventsteige 18 möchten die hier auf jeden Fall kommen. Zum Glück haben wir das verhindert, indem wir hier bis zum Hauptquartierangriff alles Mögliche unternommen haben. Aber ihr seht, richtig, richtig heftig. In der Region können wir sowieso nichts mehr gewinnen. Im Gegenteil, die Adventsteige wird auch keinen Einfluss mehr auf das Hauptquartier haben, sondern die Hauptquartiermission, wenn die einmal angewählt ist, dann ist die durch nichts mehr zu manipulieren. Die haben wir ja damals, wo die Adventsteige 3 war, haben wir ja die Hauptquartiermission aktiviert. So, jetzt geht es nur noch darum, wir bleiben hier und werden auf jeden Fall hier weiter scannen. Alle Agenten stehen auf Aufklärung, das ist ganz, ganz wichtig. Was wir hier jetzt machen, ist hier den Versteckberater. Den werden wir hier auslösen. Und dann würde ich mal sagen, packen wir hier mal einen neuen rein. Einfach mal einen, der das noch nie gemacht hat. Einmal eher so, ja, eher so eine bisschen weiter runter hier. Schaut mal hier, Michael Rosenberg. Nehmen wir mal den, packen wir den hier rein. Und dann hätten wir hier, schau mal, ein schönes Squad-Team. 6 Agenten und einen Versteckberater. Scannen wir mal weiter. Ich werde die Existenz solcher gegen den Willen der ältesten gerichteten Zuflüchte nicht zulassen. Wer sich da verkriecht, ist dem Untergang geweiht. Ja, bis der auserwählten Bestrafung in Osteuropa, der versucht, unsere Einnahmen zu senken. Aber wenn wir hier keine Einnahmen haben, weil wir hier ja nicht einmal über diese Schwelle von den magischen 4 drüber sind, habe ich euch ja erklärt im Versteckberater-Video, da kann er auch keine Einnahmen von uns wegnehmen, weil wir einfach keine Einnahmen generieren hier. Wir sind hier drei Agenten bewohnen hier das Versteck und die machen die Versuchung, alles aufzuklären. Naja. Die Ältesten haben noch nie davor zurückgeschreckt, Zivilisten anzugreifen. Stimmt. Und ihre Auserwählten sind nicht besser. Der Widerstand zählt darauf, dass wir seine Leute schützen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Ja, es freut mich, dass alles unsere gut. Zusammenarbeit den gewünschten Erfolg hatte. Es ist alles gut. Also, jetzt machen wir Folgendes. Die Vorräte sind geschafft. Wir können hier noch einen Wissenschaftler rekrutieren. Macht ein bisschen, ja, bisschen schnellere Fortschritte dann in der Forschung. Aber ich glaube, das sind eh nur noch 11%. Fertigkeitspunkte verdienen, das wäre sehr gut. Das wäre richtig gut. In 5 Tagen. Informationsbeschaffung nur noch 4. So. Hier bräuchten wir definitiv einen Tech Sergeant. Ich denke mal, der Tech Sergeant wird sich erst freischalten, wenn wir die Hauptquartiersmission abgeschlossen haben. Ich denke mal, danach werden wir auf jeden Fall bei uns Tech Sergeants begrüßen dürfen. Avatar Projektfortschritt reduzieren. Das geht wieder ein bisschen rein. Ingenieur rekrutieren, Beute sicherstellen. Ich denke mal, entweder machen wir Alien Beute oder wir machen hier oben die Leichen. Wir machen das. Und zwar machen wir es so, wir nehmen wieder unsere beiden Besten mit und dann nehmen wir einen mit, der eigentlich noch ein kleiner Grünschnabel ist. Was haltet ihr davon? Vielleicht haben wir Glück. Nehmen wir mal den Lachnummer mit. Unser Capitano Grundmann. Ja, alles gut. Oh, die Risiken eines Fehlschlags liegen hier trotzdem bei 18. Schade. Okay, den können wir dann nicht mitnehmen. Da müssen wir leider jemand anders mitnehmen. Ach, schade, schade. Ich hätte es nur gefeiert. Gut, Scrapper. Ja, nehmen wir unseren Uwe mit. Was geht los? Bin ich mal gespannt, was in 6 Tagen, was wir da an... Ey, ich weiß nicht, was wir da bekommen. Wir scannen trotzdem mal weiter, meine Lieben. So, die Edwin-Steige ist hier immer noch bei 4. Ja gut. Wir haben unsere Forschungen in bemerkenswert kurzer Zeit abgeschlossen, Commander. Das stimmt. Schaut mal. Okay, Temnodi-Gewehr, Splitterkanone, Magnetkanone, Magnetlanggewehr, Helix, Raygun, Magnet... Wir schauen uns alles einzeln an und ich schwöre euch, da sind einige Teile dabei, da werdet ihr mit den Ohren schlackern, ist unglaublich. Ich sag mal, den Forschungsbericht, Codename Friedrich, fortschrittliche Magnetwaffen, ist hiermit abgeschlossen. Ich lese nur kurz, was unser Zeigen als Analyse hingeschrieben hat zu dem Forschungsbericht und dann gehen wir die Waffen durch, okay? Die Tatsache, dass wir nun Zugang zu fortschrittlichen Magnetwaffen haben, die effektiv und trotz ihrer Energiewerte sicher im Kampf eingesetzt werden können, ist eine absolut beachtliche Leistung. Der Entwurf basiert grundsätzlich auf der Miniaturisierungstechnologie, die von den Aliens entwickelt wurde und alles übertrifft, das von früheren Militärunternehmen der Erde während der Invasion ausgetüftelt wurde. Das stimmt. Also trotz unserer begrenzten Möglichkeiten für ausgiebige Schusstests an Bord des Schiffes können unsere neuesten Prototypen in einer simulierten Umgebung bereits ein adaptives Legierungsgeschoss auf über 5000 Meter pro Sekunde beschleunigen. Das müsst ihr euch mal ausrechnen, was das an Kilometer pro Stunde ist. Das ist ja unglaublich.
Die abschließende Beurteilung steht noch aus, aber es scheint wahrscheinlich, dass der Einsatz der Waffen aufgrund der Dauerbelastung unserer Truppen auf einen geringeren Energieschwellenwert beschränkt werden muss. Ja gut, es gibt manche Waffen, zum Beispiel halt die Sniper, die feuert halt genau nur einen Schuss ab, dafür ist der Schuss, wo der halt einschlägt. Ich habe keine Ahnung, ich vergleiche das immer, diese Animation von den Sniper-Gewehren, wenn der Schuss sich löst. Ich vergleiche das immer wie so ein, von so einer großen Filmreihe, vergleiche es das gerne mit diesen Photon-Torpedos, wenn die abgeschossen werden. Die machen ähnlich so einen Lichtkegel und wo die einschlagen, wächst eigentlich kein Gras mehr. Vielleicht weiß der oder andere, was ich meine. So. Prototyp Assault Shotgun für Sparks und Mech Troopers. Die Mech Strike Rifle, das ist die, ich sag mal, das ist so ein Zwischending zwischen einer Pump Gun und einem ganz normalen Magnetgewehr. Hier hätten wir die Battle Rifle, die ist ein bisschen besser wie das normale Gewehr und hat sogar noch eine Ability dabei. Die SF-21 S-Bringer kann man auch für die Sparks und für die Mech Trooper Units einsetzen und das ist der Flammenwerfer. Die Heavy Cannon. Ich muss das nicht sagen, was das ist, oder? Also, es tut alleine bestimmt schon den Gegnern weh, wenn die so ein Teil auf dem Schlachtfeld sehen. Dann hatten wir hier noch den Advanced Emulator, das ist auch ein Flammenwerfer, den unsere Truppen einsetzen können, aber das ist die erweiterte Version, macht natürlich deutlich mehr Schaden. Und hier hätten wir noch die verschiedenen Frames, die man jetzt als Modular, also als Waffenmods bei uns anbauen kann. Hier kriegt man 15% Trefferwertung für Reaktionsfeuer oder Reflexfeuer oder Feldposten, wie ihr es nennen wollt. 30% kritische Trefferwertung für Flankenangriffe oder Nahkampf. Hier kann man den Kanister von den Flammenwerfern um ganze 2 Aufladungen erhöhen. Ein Ammo per Turm, Maximum 6. Okay, das ist Auto-Reload für jede Runde. Hier kann man nochmal den Waffengurt erhöhen. Das erhöht nochmal die Munition um 2. Hier kann man den Flammenwerfer bzw. den allgemeinen Werfer nochmal für einen Reichweiten-Boni erhöhen. Hier, glaube ich, kann man das reduzieren. Und das ist die Plasma-Rakete. Wie soll ich denn das sagen? Die ist wirkungsvoller wie normale Raketen. Die muss man allerdings einzeln herstellen. Und die braucht, glaube ich, entweder einen Elerium-Kern oder ich weiß gar nicht, was die braucht. Auf jeden Fall macht die Mega-Boom. Das ist der erweiterte Raketenwerfer. Kann jeder einsetzen bei uns im Trupp, der für den Raketenwerfer ausgebildet worden ist. Aber Achtung, der hat eine Neuerung. Selbst hier unten steht es, experimentelle Raketen können mit ihm auch abgefeuert werden. Ich bin gespannt, was experimentelle Raketen sind. Das ist die Frag Cannon für unsere Magis. Die benutzen ja die Frag Cannon sehr, sehr gerne. Damit können die viel, viel weiter zielen und können auch etwas mehr Schaden machen. Magnetic Hunter Rifle, ihr wisst genau, unsere Sniper, die haben zum Beispiel das auch sehr, sehr gerne. Das ist so eine Mischung aus Sniper bzw. aus normalem Gewehr. Hat, glaube ich, auch Truppsicht als Perk. Elektrogun benutzen gerne unsere Mechs, wie auch unser Spark. Maglev Langgewehr ist das Gewehr für die Sniper, was eigentlich genau das bezwecken soll, was es ist. Ein Langgewehr, präzise auf extremste Entfernung und die eigentlich nur einen, wie soll ich das sagen, die senden halt einen Schuss aus und der tut halt weh, egal wo er einschlägt. Die Magnetkanone ist für unsere Schützen, für unsere Dragoons sehr, sehr gut geeignet und die sollte man andersrum halten, weil so kann man sie definitiv nicht halten. Ist so eine Minigun, hat vorne mehrere Läufe dran und kann sehr, sehr viele Schuss in ganz, ganz kurzer Zeit absenden. Im Nudi-Gewehr ist für unsere Schnitter eigentlich unerlässlich und macht endlich den Schaden, was die Schnitter sich wirklich in den langen Kämpfen verdient haben. Und das war's. Der Widerstandsfunk wird hier inspiriert, kostet allerdings 60 Informationen. Wir haben nur 181. Ich meine, unsere Truppen sind nochmal draußen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, nein, auf keinen Fall. Wir machen mal die Kelatit-Autopsie, würde ich jetzt sagen. So. So, jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. Wir sind jetzt ungefähr bei 52%. Wir warten bis 60%. Dann werden wir boosten. Okay?
Mal schauen, ob man noch... Das düstere Ereignis abgeschlossen. Edwin Firewalls. Okay, Edwin setzt Schutzmaßnahmen gegen unsere Hackversuche ein. Jetzt sind Edwin-Roboter-Einheiten keine leichten Ziele mehr für unsere Spezialisten. Jetzt bin ich aber gespannt, wie... Also entweder haben die Hackfertigkeit erhöht. Weil was anderes könnte ich jetzt... Na gut, das sehen wir dann. Knapp vor 60. Und wir hätten hier ein neues Ziel. Läuft ab 2 Tage, 12 Stunden. Vergiss's. Das ist ein Beute. Edmund bewegt seine Truppen nach Westasien. Wir können ihre Nachschublinien angreifen und sie zum Rückzug zwingen. Aber doch nicht in 15 Stunden. Okay, gut. Da ist die Quest dann weg, ne? Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, neues Testbereichsprojekt verfügbar. Das Hybrid Alien Sword. Also die Hybrid Alien Sword Tech. Okay. Das kann ich leider nicht alles übersetzen. Das kann ich, weiß Gott, nicht alles übersetzen. Okay. Ja. Ich lese es nur kurz durch und versuche es dann in sinngemäße wenigstens zu übersetzen. Also die beherrschen auf jeden Fall Kommunikationssysteme und können sich sogar mit Edwin Max unterhalten. Die können sich mit verschiedenen Arten kombinieren. Und ihre starke Waffe ist ein Gift. Davon gibt es auf jeden Fall mehrere. Das Skeletit am Anfang, da gibt es auf jeden Fall sehr viele verstärkte Versionen davon. Wow. Also, das Skeletit ist im Prinzip ein Organ. Das ist kein Monster oder irgend sowas, sondern das Skeletit in sich ist ein einzelnes Organ. Und das kann sich regenerieren. Ne? Das hat die Regenerative Ability. Okay. Ja. Ja, und das kann sich immer wieder, also das Gift kann sie immer wieder abgeben. Also das ist, ja, okay, alles klar. Das Skeletit ist ein wirklich einfacher Organismus. Das ist eher gleichzusetzen mit den allerersten Lebensformen, die bei uns auf der Erde vorkamen. Unglaublich. Und die Gift, ja, das Gift, was sie abgibt, ja, besteht aus, oder ist aus dem eigenen Organ, also stellt sie selber her. Und das ist eher, genau, und das ist eher eine Waffe. Wahnsinn, also das ist Skeletit, ne? Codename Gasbag. Absolut geil. Und hier gibt es das Schwert. Ich bin mal gespannt. Das sollten wir erst im Tech-Bereich anwählen. Und dann könnten wir das auf jeden Fall basteln. Ich bin gespannt, was da dahinter steckt. Was machen wir als nächstes? Phantom? Gesichtslosen? Wie wäre es denn mit so einem Hexer? Nehmen wir den, oder? Weiß man gar nicht vor Auswahl, was man zuerst nehmen soll. Ganz ehrlich. Unglaublich. So, 60% hätten wir. Das heißt... Ich sag mal, da machen wir dieses Mal eine relativ kurze Mission, beziehungsweise eine kurze Folge draus. Ich würde trotzdem sagen, bevor wir hier die Folge beenden und wir dann direkt in die Hauptquartiersmission reingehen, das wird dann ganz klar die erste Folge nächsten Dienstag folgen, werden wir jetzt sagen, wir werden hier die Infiltration verstärken, kommen auf 107%, gehen auf jeden Fall nach rein, gucken uns die Karte an, was uns da erwartet, wo wir hinlaufen müssen. Und dann bin ich mal gespannt, ab der nächsten Folge... Die komplette nächste Woche besteht aus Edwin Hauptquartiersmission. Ich bin gespannt, ich freue mich riesig drauf und wie gesagt, wenn ihr mit dabei sein wollt, gerne meldet euch kurz im Discord und dann sprechen wir drüber. Wir starten, ich mache einen kurzen Schnitt rein, damit es nicht so lange dauert und wir sehen uns gleich auf dem Schlachtfeld.